In der ersten Lektion geht es unter anderem um die Kriegsverbrechen, die ausgeübt worden sind, noch bevor die Nationalsozialisten tatsächlich den Befehl dazu gegeben hatten. Besonders berührend ein Bild, was du reingenommen hast aus dem Bildarchiv von Yad Vashem, das auf den ersten Blick fast wie ein Urlaubsfoto eigentlich wirkt, bis man dann sozusagen sich das näher anschaut. Das ist ein Foto, das eine Gruppe jüdischer Frauen zeigt, die in Lettland direkt am Meer stehen. Der Moment, bevor sie hingerichtet wurden durch deutsche Militärs und Paramilitärs und lettische Kollaborateure 1941. Was ich so bewegend an diesem Bild fand, war, dass es diesen Moment darstellt, an dem man noch etwas theoretisch hätte ändern können. Also es war mir wichtig, diesen Moment kurz vorher zu zeigen, nachdem es dann auch keinen Wendepunkt mehr gab. Und gegenüber auf der Seite ist es dann kein Foto, sondern eine Zeichnung von einer Frau, die einen direkt anschaut. Das sind Nadelstiche. Das ist ein altes Bild aus einem deutschen medizinischen Ratgeber von 1918. Ja, das ist eine Art Konfrontation. Es geht hier darum, wie bereitwillig wir als Menschen sind, anderen Menschen Schmerz zuzufügen, besonders wenn wir es indirekt tun oder durch Befehl tun.